Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und nochmal, frohe Weihnachten nachträglich. Ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Bin ein bisschen aufgeregt, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Ihr habt ja den Kanal verfolgt, denke ich mal. Mein Kind ist geboren, also unser Kind ist geboren. Muss ich beniesen. Und ich bin jetzt früh gleich ins Krankenhaus und Schwiegermutter habe ich dann noch vom Bahnhof abgeholt. Bin jetzt wieder zu Hause, um die Tasche zu packen. Fahre jetzt zu meiner Mutter, mit der fahre ich morgen ins Krankenhaus. Meine Tochter ist aber gerade da und meine Nichte ist da und alle sind sie da. Und da habe ich jetzt ein paar Geschenke für meine Tochter von hier zu Hause abgeholt. Die nehme ich jetzt mit zu meiner Mutter. Die Geschenke für meine Mutter nehme ich mit. Die Geschenke für meine Oma, also die Uroma meiner Tochter, nehme ich mit. Mach hier aber noch schnell Wäsche, sonst komme ich nicht hinterher. Weil in Polen gibt es einen Aberglauben. Man wäscht nicht über Jahr Wäsche oder hängt die auch nicht aus, raus zum Trocknen. Deswegen muss ich jetzt das, was ich jetzt habe, hier noch schnell möglich wegklatschen. Und weil ich so im Kreißsaal geschwitzt habe, ist meine Jogginghose plitschnass gewesen und dreckig. Also muss ich das jetzt alles waschen und fahre dann zu meiner Mutter. Und danach fahre ich wieder ins Krankenhaus und bleib da bis heute Abend. Ihr werdet, entweder kommt das Video vor diesem Video oder nach dem Video. Da habe ich ein Video gemacht, was ich den Oma schenken will. Und zwar habe ich da so einen Bilderrahmen gekauft. Und das ist jetzt meiner. Schwiegermutti hat den schon gekriegt. Und für Andi, also das ist der Bruder meiner Frau, der ist auch schon, den hat Schwiegermutter dann mitgenommen. Den für Uroma habe ich in der Tasche schon. Für Oma habe ich in der Tasche. Mein Bruder hat noch kein Haus und ja, weiß nicht, ob er sowas überhaupt will. So. Und da habe ich dann praktisch hier oben, eigentlich sollten hier unten auch ein Bild rein, aber das fand ich viel cooler. Wir haben so eine coole Karte gekriegt im Krankenhaus, das ist die originale auch. Da oben ist meine Tochter mit der Wolke, halt gedacht, das passt super. Und hier unten halt die Daten von ihr, was die Hebamme fertig gemacht hat, kann ich euch ja sagen. Juna Scuddy heißt sie, Juna ist die Ersehnte die Ersehnte. Und Skadi ist die Göttin der Jagd. Juna ist keltisch, Skadi ist nordisch, skandinavisch, teilweise bei uns hier in der Region auch. Geboren ist er am 23.12.2018 um 13.14 Uhr mit 2920 Gramm und Größe 48 cm. Kopfumfang 31 cm. Und den werde ich mir aufhängen. Und zwar werde ich mir den unter meinem Torshammer und zwischen meinem Bildschirm und meinem Bild, was ich hier im Wohnzimmer habe, dass ich das immer sehen kann, aufhängen. So. Aber machen wir mal weiter. Das kommen wir gleich dazu. Das ist auch noch für Weihnachten. Das habe ich gekauft eigentlich nur, wo ich hier was, ich zeige euch gleich, was ich gekauft habe. Und da habe ich das gesehen. Das ist ein gutes Nachtlicht. Das kann man hier oben aufmachen. So. Und da hat man zwei Sachen drin. Einmal so ein Sternenhimmel, seht ihr das? Mit Mond. Den legt man dann hier rauf. Hier unten sind vier LEDs drin. 1, 2, 3, 4. Also in der Mitte, so wie so ein Dreieck angeordnet. Und dann dreht sich das und dann hat man einen Sternenhimmel an der Decke. Oder man nimmt das, mach mal lieber so, dann seht ihr mehr. Und man hat Fische und Sternchen und sowas an der Decke und Blasen. Das kann man mit Batterien machen. So. Das kann man mit Batterien machen, hier unten. Oder mit einem Kabel. Aber da muss ich mir noch Wandadapter kaufen. Da ist nur ein USB-Kabel mit drin. Also irgendwie seit USB hochgekommen ist, jetzt überall nur noch USB mit bei, weil es irgendwie billiger ist. Keine Ahnung. Mausi ist gut. Mausi ist schon wieder aufgeregt. Das kriegt die Juna denn noch zu Weihnachten. Ich konnte das einfach nicht widerstehen. Ich hatte ja noch Geld auf meinem Amazon-Konto. Ich lade nämlich mein Amazon-Konto immer auf. Also immer Anfang des Monats, wenn wir einkaufen gehen, hole ich so, was weiß ich, nach dem Einkauf muss ich durch, was so, wenn wir gut eingekauft haben und 10 oder 20 Euro noch offen locker übrig sind, dann hole ich mir noch einen 20-Euro-Gutschein. Und immer packe ich mir ein bisschen Geld dann beiseite und beim nächsten Mal einkaufen, ich habe da extra ein Fach im Portemonnaie. Müsst ihr euch vorstellen, ich habe hier mein Fach mit meinem Geld und hinten habe ich ein Fach.
Und immer wenn ich, ach, hier ist ein Fünfer, machst du nach hinten. Und dann gehe ich normal einkaufen, auch wieder ein Fünfer und nach hinten oder auch mal ein Zehner nach hinten. Und wenn dann so 10, 20, 30 Euro hinten zusammengekommen sind, hole ich wieder Amazon-Gutscheine und pack, also beim Einkaufen und pack die auf mein Amazon-Konto und dann kann ich immer so eine Schnuckli an Sachen kaufen. Aber eigentlich bei Amazon wollte ich nur das kaufen. Und ich zeige euch mal das Bild, so ein Pyjama ist das. Und den gibt es halt in, den habe ich mir, in, das soll türkis sein, ja. Und in einem dunkelblau bestellt, also ist beides der gleiche. Jetzt fragt ihr euch, warum denn den gleichen? Ich hatte eigentlich andere in meiner Amazon-Liste. Also den hatte ich in meiner Liste, also den türkisen. Und dann hatte ich noch zwei andere. Einmal mit Simpsons, wo, mit Humor, wo im Hintergrund ein Fußball ist und dann noch irgendeinen. Ich packe euch die anderen mal in die Beschreibung, dann könnt ihr ja mal gucken. Aber da wäre jedes Mal 5 Euro Versand zugekommen. Und hier stand auch 5 Euro Versand, aber so ein Coupon, wenn ich für 20 Euro da einkaufe, also einer hat 12 oder 13 Euro gekostet, ich 14 Euro, 17 Euro, ich habe es nicht mehr im Kopf. Und da wäre ich locker über diese 20 Euro gekommen, kriege ich mit dem Coupon die 3 Euro noch was Rabatt. Oder die stand da die Versandkostenrabatt. Jedenfalls erst war 5 Euro Versand, warum weiß auch ich nicht. Und dann auf einmal war im Einkaufswagen, der Versand zwar mit berechnet und unten drunter Minus. Also waren auf einmal anstatt 5 Euro 3 Euro, nachdem ich 2 drin hatte und den Coupon aktiviert hatte. Und die wurden auch dann gleich wieder abgezogen. Also habe ich hierfür keinen Versand bezahlt. Und wo ich die geholt habe, habe ich auch das geholt. Ich weiß nicht mehr, ob es mir bei dem oder bei dem angezeigt wurde. Das können auch weg. Habe ich hier noch ein USB-Kabel geholt. Guckt euch das mal an. So. Seht ihr das? Und so wartet im großen Karton drin. Das sieht aus wie durch den Arsch gezogen. Das ist ein ganz stinknormaler USB-Kabel. Also eigentlich ein USB-Verlängerungskabel. So. Kann ich die Packung schon mal wegpacken? So. 2 Meter lang. Hat 3 oder 4 Euro gekostet. So. Hier kommt USB rein. Hier kommt das dann dahin, wo man hin haben will. Hier steht auch Amazon, ist ein Amazon-Kabel. Den habe ich gekauft für den Bauch, den, also wenn ihr bei Instagram die Bilder gesehen habt, wenn ihr mich noch bei Instagram noch nicht habt, Odin_Ase oder in der Videobeschreibung ganz unten findet ihr den Link zu Instagram. Da, und da habe ich den gekauft, weil ich hab, wir haben einen Bauchabdruck von meiner Frau gemacht. Also der ist ja, also hätten wir das gewusst, hätten wir noch ein bisschen gewartet, aber später konnte meine Frau auch nicht mehr auf dem Bauch abhaben. Das war jetzt sehr empfindlich. Haben einen schönen Schwangerschaftsbauch gemacht. Ich habe meinen Silber gemacht. Frau hat auch einen oben in ihrer Wohnung. Aber ich habe noch eine LED-Leiste reingemacht. Also LED-Band innen drin, dass der beleuchtet ist. Das Problem aber ist, ich habe keinen so langen Kabel, weil der hängt dann so runter und muss dann zum Nachttisch gehen. Wandadapter habe ich so einen doppelten Wandadapter. Da kann ich mein Handy ranmachen, kann ich mehrere Sachen ranmachen. Aber ich habe auch, glaube ich, irgendwo andere Wandadapter, aber ich hatte keinen so langen Kabel. Den Kabel, den ich hatte, der bunt beleuchtete, damit hat es immer geflackert. Ich habe es so direkt am Wandadapter dran, flackert es nicht. Mit dem anderen Kabel flackert das Licht so komisch, kriegst du Augenkrebs. Und dann der Kabel leuchtet auch, der ist bunt, gibt ja auch bunte LED-USB-Kabel. Und deswegen habe ich den geholt, ja, für den Bauch im Schlafzimmer. So, das Nachtlicht habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich das, habe ich euch auch gezeigt. Weil ich musste mir mehrere Zeug neu holen, weil meine Frau alles weggeschmissen hat. Dann habe ich für mein Handy nochmal USB-C-Kabel geholt, für das Auto und ja, für den Schreibtisch und so. Weil ich meine ganzen USB-C-Kabel, ich habe nochmal Mini-USB, habe ich alle. Aber ich habe keine USB-C-Kabel mehr gehabt. Ich habe den im Schlafzimmer gehabt und einen am PC. Der originale ist weg, den habe ich jetzt gefunden, der war in der Autotasche und mehr habe ich nicht. Und ich brauche halt für den Ersatzakku, also für diesen Notfallakku, wo man Handy ranstecken kann, brauche ich auf jeden Fall ein USB-Kabel und dann wenigstens eh noch auf Reserve. Hier sind 3 Stück drin in 3 verschiedenen Größen. Das ist ganz gut. So, da haben wir einmal so einen kurzen, den kann ich für den mobilen Akku nehmen. Dann haben wir einmal so einen längeren,
und einmal so ein ganz lang. Ja, das ist dann ganz gut, da bin ich dann auf der sicheren Seite. Weil mein einer im Schlafzimmer, der hat da so einen leichten Knick schon an der Seite, wo der USB-Kabel ist. Und jeder, der gar nicht mehr geht, habe ich dann halt das. So, dann habe ich hier noch was. Achso, das kommt noch mehr dazu. Moment. Das kam komischerweise mit zwei Paketen, warum auch immer. Ne? Ah. Uiuiui. So, hier kam noch was. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich hier die LED-Leiste auf dem Schrank ummachen will für die Figuren. Also da oben. Da will ich die 10 Meter lang und dann halt auf der anderen Seite runter und dann vielleicht unterm Schrank hier noch weiter, dass ich halt den so ein bisschen rundum beleuchtet habe. Ich wollte auch um den Fernseher rum machen, also die Schrankwand, aber durch das Ambilight würde das nicht gut kommen. Deswegen gehe ich oben nur lang nach unten und dann unterm Schrank lang bis hier nach vorne. So, und dann wahrscheinlich hinterm Schrank hier hoch, weiß ich noch nicht, weil es ein bisschen vollgestellt ist. Das weiß ich noch nicht. Dafür habe ich mir für ein paar Cent... Sieht man das? Wartet, ich mach das mal auf. Dann seht ihr das vielleicht besser. So, Link mache ich euch in der Videobeschreibung. So. Das sind so Kappen, wie die, die auch mit bei sind bei dem LED-Band. Aber wir haben hier dieses noch mit bei. Das sind da Goldkontakte und da Goldkontakte. Seht ihr das? Ja, und die gehen halt... Sieht man halt schlecht. Ich wollte jetzt auch nicht extra hier die Softbox aufbauen. Die gehen halt jeweils zusammen und dann kann man die so zusammenstecken. So. Hier rein in das Plastikding. Und auf der anderen Seite das LED-Band. Und dann geht das um die Ecke. Dann brauche ich da nicht Angst haben, dass ich das knicke oder so. Und war auch nur ein paar Cent. Also. Ja, da will ich das nämlich schön machen für Frauchen und für mich und für die kleine Juno. So, dann kann das auch weg. Da, das, ja. Dann habe ich hier nochmal so einen Kabelfresser als Panda. Seht ihr das? Da ist offen, da macht man ein USB-Kabel drin und dann kann man an dem USB-Kabel ziehen. Das ist besser, als wenn man am Kabel zieht, dann kann er ja rausbrechen oder so für Handy und so. Und der war gratis, da war auf einer Facebook-Seite, aber fragt mich jetzt bitte nicht, welche Facebook-Seite. Irgendwo auf irgendeiner Facebook-Seite ein Rabattcode dafür, 100% Rabattcode und konnte man sich bewerben für und dann hat man hingeschrieben, hier, ich interessiere mich, warum interessierst du dich dafür? Ja, dann habe ich halt geschrieben wegen meiner Frau, weil die mag Panda, mag sie wirklich und sieht schön aus und wegen ihrem Kabel, weil ihrer ist auch so ein bisschen schon leicht, weil der runtergefallen ist. Also das ist kein USB-C, sie hat ein Mini-USB oder Makro-USB und da ist das Handy runtergefallen und auf diesen Kabel raufgefallen. Und der hat jetzt einen leichten Wackler. Und mit anderen Kabeln geht's, aber die sind alle zu klein. Da hat sie aber gesagt, sie hat noch welche oben, die muss sie nur raussuchen. Und da habe ich gedacht, da werdet sowas vielleicht ganz gut, dann kann sie dann so anfassen und besser abziehen. So, dann... Dieses hier, dieses hier, seht ihr das? Ja, ich hoffe, oder? Seht ihr. So, da muss ich euch mal ein Stück rumholen. Richte euch mal nach unten. Wie gesagt, ich habe jetzt leider keine Softbox an, weil das wäre mir einfach zu viel jetzt gewesen. Ich warte jetzt nur, bis die Wäsche fertig ist, irgendwie auf und dann geht's zu den Omas. Ich wollte heute eigentlich das Video schon gestern machen, aber gestern war ich ja von früh an im Krankenhaus, also um 5 Uhr. Kurz nach 5 Uhr war ich im Krankenhaus und um 13 Uhr ist unsere Tochter geboren. So, meine Frau, habe ich ja im Stream schon ab und zu erwähnt, hat meine Pyjamas, deswegen neue, weggeschmissen, weil sie der Meinung war, 20 Jahre ist zu alt und die haben Löcher und unter der Achsel, in zwei, hatten unter der Achsel auch mindestens so ein Loch. Ja, aber es war bequem, die waren luftig, auch wenn es vorne hier alles mit Löchern voll war oder auf dem Rücken teilweise oder an der Seite. Es war gemütlich und Mensch, der Stoff, der ist ziemlich dünn geworden bei 1-2 T-Shirts. Die habe ich schon weggeschmissen, weil da brauchtest du nur anfassen, so leicht ziehen, dann sind die auseinandergegangen. Der konnte schon durchgucken durch den Stoff, aber die anderen haben teilweise noch gehalten und ja, 20 Jahre, Mensch. Und das sind alte Erinnerungen gewesen und...
Ich weiß nicht, die waren gemütlich und deswegen habe ich die nicht weggeschmissen. Und meine Frau hat die dann weggeschmissen. Und dann hat sie auch gleich noch gesagt, oh, denn wenn wir schon dabei sind, sortieren wir mal Handtücher auch aus. Und da hat sie meinen ganzen, ich habe von meinem Papa NVA-Handtücher damals gekriegt, nach dem Auszug. Oder beim Auszug habe ich die von meiner Mutter gekriegt. Vater ist ja LKW-Fahrer, der ist während der Woche nicht da. Die sind auch gerade mal 40, 50 Jahre alt. Nee, Quatsch. Warte mal. Mein Vater war bei der NVA, wo meine Mutter mit mir schwanger war. Also die sind 37 Jahre alt. Teilweise ausgefranst, eine waren so ein bisschen angefressen schon. Die hat sie aussortiert und dann Handtücher, die sich so ein bisschen verfärbt haben. Also habe ich jetzt, von meinen ganzen Handtüchern habe ich jetzt noch zwei für die, zwei Handtücher und zwei große Handtücher und meine Tochter hat auch noch ein großes Handtuch. Alle anderen hat sie aussortiert und weggeschmissen, weil sie gesagt hat, die sehen scheiße aus, da muss was Neues her. Das geht so nicht und die lösen sich ja schon auf. Deswegen habe ich halt das gekauft. Auch für gar nicht mal so viel. Montrü. Und hier, die haben auch mehrere Handtücher. Ich pack die jetzt mal aus. Wartet mal, ich pack die jetzt mal aus, damit ihr das sehen könnt. Die sind wirklich echt toll verpackt. Ja? Also nicht einfach so lumpige Handtücher, so die dann in so einer Tüte. Warte mal, ich mach mal euch mal ein Stück höher. In so einer Tüte kommen. Nee, hier war halt ja noch diese Plaste drüber, damit die auch nicht rausfallen, umfallen. Ja? Oder so. Und dann war halt ja, wie gesagt, halt noch Deckel drauf. Montrü. Mit so einer, mit einem Kreis, einer Wolke und in dem Wolke ist so ein Hausdach. So. Und dann sind die halt hier so schön verpackt. Und das sind jetzt. Uppala. Zweimal. Ist hier noch Pappe drin oder so? Kann sein, wegen der Optik. Die müssen, muss ich dann sowieso demnächst durchwaschen. Das sind zweimal so große. Oh, hier steht es auch drauf. Oh, sehr cool. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Das ist ja richtig raufgestickt. Hm? Montrü, da sieht er auch das Hausdach. So, da haben wir einmal Badehandtücher. Zwei Stück. Bei mir haben die so gefallen von der Farbe her. Und ich mag es dunkel. Und wenn meine Frau schon wegschmeißt, dann bin ich mit denen und ich mir neue Handtücher holen muss, dann nehme ich dunkel. Für mich. Die nächsten können ja wieder bunt sein. So, und dann haben wir noch vier normale Handtücher, also Abtrocknhandtücher, ja. So, also zweimal Badehandtücher und viermal normale, also die kleinen, so für Hände zum Abtrocknen. Die werde ich dann gleich schon mal ins Badezimmer, ach Quatsch, in die Küche packen. Die sind mit der nächsten Waschmaschinenladung dann dran. Dann können die, mache ich aber erstmal Deckel drauf, sonst liegt der hier nur rum. So. Und das war's. Also jetzt habe ich auch erstmal nichts zum Einkaufen. Mein Amazon-Geld ist alle, ich muss jetzt erstmal sparen. Ich habe auch kein Guthaben mehr auf meinem Amazon-Konto, aber nächsten Monat, ich habe da noch ein paar Sachen, die ich holen will, so ein bisschen Kleinkram und das werde ich wahrscheinlich nächsten Monat dann holen, muss ich mal gucken. Oh, und dann gucken, dass ich irgendwie schaffe, noch demnächst zu sparen für einen neuen PC-Stuhl, weil das geht mir so auf den Sack. Der geht mir so auf den Sack. Oh Gott, der quietscht und wackelt. Und dann sitze ich jetzt schon so schräg drin. Also die Sitzfläche ist schräg. Oh, ich habe schon Kissen untergelegt auf der einen Seite, dass ich wieder halbwegs gerade komme. Ja, oh, das nervt. Und dann jetzt geht auf einmal die Gasfeder. Also letzten Tag habe ich mich hingesetzt, auf einmal muss ich wieder aufstehen, hochpumpen, habe mich hingesetzt, ist da stehen geblieben. So ein Stück geht da jetzt immer. Wenn ich ganz hoch mache, so ein Stück geht da automatisch immer runter. Da kannst du machen, was du willst. Setz dich rein, zack, so ein Stück runter. Und dann bleibt der da. Machst du wieder hoch, zack, wieder so ein Stück runter. Ja. Achso, ich habe ja hier noch ein Geschenk. Kann ich euch, wenn ihr Bock habt, kann ich euch das Oma zeigen. Das nehme ich jetzt mit zu meiner Mutter. Das habe ich gemacht. Also, das ist der Bauch meiner Frau. Uppala. Und dekoriert habe ich es. Und bemalt. So. Da habe ich hier unten Herzen gemacht. Da oben sind Herzen. Und dann so habe ich hier so Silberlila.
Streifen übrig von meinem Bauch, weil ich habe mir nur die Schmetterlinge raufgemacht. Und dann hier habe ich dann eine silberne Schleife gemacht, so wie man so ein bisschen durch sich sehen kann mit Sternchen. Hier oben habe ich noch, sieht man kaum, wa? Hier sind halt auch noch Herzen. Und hier oben habe ich dann so einzelne Perlen und habe dann so eine Art Blume gemacht. Also ist jedes einzeln aufgeklebt, also hier schon in abgegangen. Ja. Und zum Schluss habe ich dann noch, ist immer noch ein bisschen weich, also der Bauch ist ein bisschen weich geworden. Deswegen ist der auf dem Bilderrahmen drauf, damit der die Form beibehält. Weil ich weiß nicht, warum der weich geworden ist. Aber der ist leider weich geworden. Da haben wir vielleicht zu wenig Gips genommen. Und den habe ich auch nochmal eingesprüht mit Klarlack, damit die Farbe auch weiter so bleibt und schön glänzt. Und das ist grün mit Glitzer. Ich habe als Grundierung grün Aquarell oder was das heißt genommen. Und dann habe ich den grünen Glitzer einfach drüber geklatscht, damit so ein bisschen kräftiger kommt. Weil bei meinem Silber, wir haben gedacht, das ist grau mit Silber bei meinem Bauch, wo ich die Farbe gekauft habe. Aber nein, das ist wirklich durchsichtig. Das ist einfach nur durchsichtig mit Silberflocken. Ja, und deswegen habe ich da halt, musste ich da 5-6 Mal rüber machen, damit das Silber ein bisschen kräftiger kommt und wirklich glänzt, weil ich habe keine Grundierung drunter. So, aber ich quatsche mich hier schon wieder um den Kopf und Kragen. Das soll es jetzt gewesen sein, wenn es euch gefreut hat. A Däumchen wäre a Träumchen. Vergesst nicht, den Odins Weltkanal zu abonnieren. Da streame ich jetzt ab und zu gerade live und berichte halt so, wenn was Tolles passiert gerade. Deswegen Odins Welt mit meiner Tochter und so. Und oh, was hier so abgeht und so. Das kann ich schnell mal streamen und dann ist das halt schneller und besser als ein Video machen und hochladen. Ja, Videos sind vorproduziert bis 29. Dezember. Ich lade gerade noch nebenbei ein paar Spiele hoch. Mit Glück so um 30., 31., so 1. Januar. Bis zum 1. Januar müsste irgendwas kommen. Definitiv. Und dann muss ich gucken, wie es hier stressig ist und wie wir uns akklimatisieren mit der Kleen. Die kommt jetzt am 27. oder 28. kommt meine Frau aus Krankenhaus. Wissen wir noch nicht genau, müssen wir gucken. Die Kleine ist gerade noch im Kasten jetzt wieder drin. Die konnte nämlich die Wärme nicht so halten. Und da haben sie jetzt heute die Nacht in den Kasten gepackt, damit sie ein bisschen Grundwärme wieder kriegt. Und ja, jetzt müssen wir gucken, was da dann noch weiter passiert. So, ich bin dann ganz aber weg. Wie gesagt, a Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, hat euch gefallen. Ich wünsche euch besinnliche Feiertage. Und falls ich jetzt echt durch den Stress und so nicht mehr zum Stream komme, Silvester kommt, kann ich ja jetzt wieder, das werde ich dann auf der Odins Welt machen. Da werde ich euch zeigen, was wir denn zu essen haben Silvester, wie wir Silvester feiern werden. Und werde ich so zwischendurch immer so einen Livestream machen. Und Silvester abends gibt es dann natürlich noch den normalen Livestream, wie immer, wo ich euch allen ein frohes neues Jahr wünsche. Ist ja ganz klar. So. Aber den Link packe ich euch drunter von Odins Welt. Bis dahin bin ich jetzt erstmal weg. Ich wünsche euch was. Ahoi, sagt euer Odin.